Ja, willkommen zurück bei Brave Frontier. Es geht nochmal gegen Zevalhua. Und zwar haben wir hier das erste Team mit Merlin, Darvanshell, Selena, Claire und Mordred. Da gehen wir auch gleich mal die Dings durch. Die Sphären. Hier haben wir Arcless Juwel. Logisch. Stats 30%. Das edle Juwel zum Negieren von Stati, damit er keine Status bekommt, denn er soll ja Stati reinigen. Dann haben wir Darvanshell mit Leomorgh und dem Fake Stone bzw. gefälschter Stein, der füllt 5 PC pro Runde auf. Dann haben wir Selena, Lexida, Soulschöpfer, ganz normal. Claire mit Himmelsauge und Blutlanze. Und er hier soll unsere Extension fangen. Deswegen bekommt er die Heilige Acht und die Todesaxt. Ist also mit HP ziemlich weit unten, aber das stellt dann sicher, dass er immer die Extension bekommt. Dann im zweiten Trupp. Dieser zweite Trupp wird dann in der zweiten Phase, springt dann sozusagen ein. Dann wird der Trupp wird von Glorious getötet und der Trupp hier kommt dann und übernimmt. Hier haben wir als Lead Quaid. Ganz einfach für 100% Angriff und die PP-Späßchen. Denn wir machen das so, dass wir den Leader-Skill weiterhin haben. Also können wir da auch durchaus danach gucken. Achso, Sphären sind hier Arcless Juwel und Jax Seele. Dann haben wir Abonnella als Extension-Fänger und als Statusbeschwerden-Aufheber. Außerdem 110% Buff für Defense und für Recovery. Also auch recht wichtig. Shira als Mitigator hat hier die Häresiekugel und Dandelga. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht rein. Dann Merlin, ganz klar, zum BB füllen, zum Stati wegmachen, wenn denn doch mal welche durchkommen sollten und vor allem für BC und Hit auf seinem SBB. Mit Herz von Skalmold und Dri, was ist er hier unterwegs? Außerdem noch die Morgana. Mit dem Machtjuwel, weil kein zweiter Slot. Also wenigstens die 35% da abholen. Und sie ist quasi wegen ihrem Dot dabei. Und ja, weil ich ganz einfach noch ein viertes Element brauchte. Werde dann hier Colt als Hilfe nehmen. Erstmal für den ersten Trupp schnappen wir uns hier einen der Merlins. Obwohl das eigentlich Banane ist, das wird einfach der Merlin jetzt hier werden. Und jetzt brauchen wir einen Colt. Hier haben wir einen Colt. Haben wir noch einen. Hier ist noch ein Colt. Mit Leomorgh und Magieerz einen Colt. Interessant. Es scheint, wir haben nur die zwei. Hier ist noch einer. Mit der Eisklinge. Und Königskrone und relativ gut. Imps, aber leider ein Orakel. Schade. Dann wird es wohl hier oben der werden. Der mit dem. Wo ist er denn? Genau, hier mit dem Arklist und Soulschöpfer. Oh, dann haben wir hier Doppel-Merlin, um sicher zu gehen, dass da nichts schief geht. Und hier dann Colt wegen fünften Element. Damit hier das überhaupt aktiviert, die ganze Fähigkeit. Und wegen 30% AP und kritischen Schaden. Und außerdem brauchen wir sein UBB dann. Wobei hier Kira eigentlich auch nicht schlecht wäre, aber Kira ist wieder Lichtelement. Und das muss jetzt nicht unbedingt sein.
Gut, dann, ja, legen wir los. Irgendein Merlin zum Statten des Ganzen. Oh, ah, fail. Das war eigentlich noch nicht die 4, aber das ist halt Sevalhua mal wieder. So ist das halt einfach. Ja, kann man das jetzt nicht ändern. Also, ich werde keine Wiederbelebung für ihn verwenden. Aber es muss ja einfach passieren. Das macht sie hier endless, genau. Jetzt werden wir quasi, müssten wir hier auf jeden Fall mit ihm eigentlich garden. Aber wir brauchen eigentlich auch die Mitigation. Ist jetzt gerade ein bisschen mies, aber tja, gucken wir mal, was bei rumkommt. Ah, gut, er hat es noch überlebt. Da wir hier Mordred auf jeden Fall nicht wiederbeleben werden, muss das eben so sein, dass er das einfach so überleben muss. Beziehungsweise, wir sind sowieso gleich durch und dann kommen wir, haben wir das Problem Extension erstmal nicht mehr. Oh, jetzt geht es quasi darum, dass der Trupp jetzt noch bis hierhin macht und dann das Glorious abfängt und stirbt. Für was anderes ist der Trupp gar nicht gedacht. Daher ist mir das auch egal, ob da Mordred tot ist oder nicht, oder dann ist er halt tot. Da habe ich mich wahrscheinlich auch einfach nur verzählt, oder naja. Kann man auf jeden Fall machen, dass er nicht stirbt. Ja, die Selena ist jetzt gerade ein klein wenig sinnlos, aber warum nicht? Go, go, Selena. Go, go. Keine Lust zu sterben. Gut, jetzt wären wir bei dem Trupp, der das Ganze dann eigentlich erledigen soll.
Dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall hier erstmal einen Merlin-Schub. Jetzt sind wir, jetzt sind wir schon auf den über den Threshold. Das ist suboptimal. Gucken wir mal, dass wir jetzt hier bis hierhin müssen wir drüber. Ja gut, funktioniert. Ah, was zur... Ja, fuck. Das ist jetzt mehr als einfach nur suboptimal. Da muss ich jetzt hier mal durchgarden. Das geht überhaupt nicht, dass Shira jetzt gerade nicht gezündet hat. Da können wir definitiv nicht die Phase mitwechseln. Ich werde hier auch mal auf normal runterdrehen. Ah, Shira nicht voll geworden. Das ist mies, wenn jetzt eine Ausweitung kommt, bekommt die Shira ab, anstatt Abonnella, die extra gegardet ist. Dann hoffen wir einfach das Beste sozusagen. Aber geht ja ganz gut. Ja, was heißt, geht ganz gut? Shira hat kein BB. Ja. Dann macht wieder ihr scheiß Lupin-Müll da. Das. Ich krieg noch das Kotzen mit dieser blöden Hure. Ich krieg noch das verfickte. Alter. Es macht keinen Spaß mehr, ey. Immer irgendeine random Scheiße. Immer die gleiche Rotze. Und Shira hat jetzt natürlich auch wieder kein BB. Und wir können ja auch den Fujin nicht geben. Und wir können ihn dann auch nicht geben, wenn wir hier Merlin benutzt haben, weil wir dürfen ja keine Items dann mehr benutzen. Und da kommt der ganze random Rotz wieder zusammengeflattert. Was ist... Es ist einfach nicht mehr witzig. Ja, kein BB und ja, ja. Soll man dazu noch großartig sagen? Natürlich greift sie nur Morgana an, damit sie auch ja jemanden tötet, während das WD nicht da ist. Ah, dann haben wir jetzt den Fujin weg. Den wir eigentlich gebraucht hätten. Ach so, ja, Morgana wird ne. Ja, ach, leck mich doch am Arsch, ey, echt. Ich hab keinen Bock mehr auf den Müll. Ich hab absolut keinen Bock mehr auf den scheiß abgefuckten Boss.
Random über Random im Random verpackt mit Random im Random. Was anderes ist dieser Bus nicht. Ja, wieder kein BB. Gut. Wir haben wenigstens den Buff diesmal, dass sich das BB bei Schaden füllt, aber... Der Buff ist halt auch nicht ewig da. Jetzt geht's na. Jetzt kommt natürlich die Ausweitung und wie man hier so schön sieht, es geht natürlich wieder auf Morgana und nicht auf Armonella, die es eigentlich bekommen sollte. Weil. Ja. Weil random. Weil wieder irgendwelche random Scheiße zusammen. Oh, es geht diesmal sogar auf Shira. Klasse. Oder wir haben ausnahmsweise mal Glück. Darf dann wohl auch mal passieren. Das ist dann ausnahmsweise doch mal auf Arbonella gegangen. Ach, das... Hat sie da unten der das gegeben, weil sie ihren Buff natürlich nicht schmeißen konnte und... Ich hasse diesen random Müll bei dieser blöden Bitch. Alter Falter, ey. Zum Glück haben wir Merlin dabei. Ah, nein. Ach, egal, dann macht's halt ihren BB. Dachte eigentlich, der SBB wäre schon voll, aber naja, war es mal wieder nicht. Sollte eigentlich die Extension kommen. Kommt aber irgendwie. Ach, kommt mal wieder random.
Eben nicht als erstes, sondern dann irgendwann. Zweite Extension sollte. Was zur. Warum bitte nicht auf Arbonella? Ja, mal, was will man dazu noch sagen? Jetzt haben wir noch nicht mal mehr Dings hier. Bleibt nur noch, den Götzen auf Morgana zu machen und aufs Beste zu hoffen. Also. Und wieder random Bullshit im random abgefuckter, sinnloser Dreck. Hat gerade zwei Extensions gemacht und wo kommt jetzt diese abgefuckte Extension her? Es ist einfach immer irgendwelcher Müll und. Alter, ey, echt. Ja, mal wieder alles verbraten und nachher, wenn wir es brauchen, haben wir es nicht. Ach, wir sind hier schon an der. Klasse. Hätte man jetzt also. Oh, wir haben sowieso wieder kein BB. Und so geht mir das schon die ganze Zeit. Ich kann jetzt hier den Overdrive starten, aber. War. Mehr als normal angreifen kann ich jetzt hier gerade sowieso nicht machen. Wir wollen nach Möglichkeit nicht hier drüber gehen, denn dann macht sie gleich ihren Endless. Was ich, wenn möglich, vermeiden möchte. Oh, jetzt macht sie wieder ihre verfickte Scheißausweitung. Und tötet wieder einen. Nein. Oh. Jetzt sogar noch fast Colt weg hier, und er gerade seinen Overdrive fertig hat. Oh, und jetzt kommt Endless und ja, es wird Tote geben. Viele, viele, viele Tote. Denn ja. Man sieht's ja. Und ich meine, war der Death-Buff aktiv? Ich habe keine Ahnung. Wir haben anscheinend einmal Glück. Wo kommt das Glück denn her? Weh, Alter. Ja, ist gut. Seval, Hua, Ure, Junge, Bitch. Ist gut jetzt. Wird sie jetzt noch fertig hier oder was? So, Mann, Mann, Mann. Jawohl, das scheint dann doch endlich mal funktioniert zu haben. Wunderbar. Was für ein random Bullshit immer, ey. Gut, dann kommt als nächstes Afla Dilif, der ist nicht halb so schwer. Ein Glück. Aber wie ihr seht, ja, da sind so viele random Faktoren in diesem Kampf, die euch da reinficken können. Ja, nächste Afla. Sehen wir dann noch ein Video dazu. Ich werde erstmal meine Energie noch in den Center Dungeon knallen.
und Morgana noch ihren SBB komplett ausbauen, weil die hat nur ihren SBB auf 1. Ja, auf 1. Ja, dann macht's erstmal gut und bis zum nächsten Mal. Achso, wir können uns jetzt hier Valhua vielleicht nochmal angucken. Ist wie die, wie alle, wie die anderen quasi. Nur noch eine Sammeleinheit jetzt mit der 7-Sterne-Ära sowieso. Zufällige Statusbeschwerden hinzufügen und dann hat sie noch irgendwie was mit BB im SBB drin, aber ja, Stats technisch Müll und sich auch Müll und ja, ist nicht gut. Aber Sammelei. Ja, Favorit nicht wegmachen. So, dann macht's gut und bis zum nächsten Mal.